Paulchen auf der Treppe. Wenn's Weihnacht ist, es stürmt und schneit, macht sich der Weihnachtsmann bereit. Er prüft noch einmal seine Liste und die Geschenke in der Kiste. Die Hände seiner Weihnachtszwerge verstauen die Paketeberge, Laptops und Computerspiele, eine Selbstleuchtkaffeemühle, iPhones, die mit Duft beleben, Lampen, die durch Zimmer schweben. Draußen in der Winternacht steht die Rentierschlittenjacht, tief umhüllt von weichem Schnee. Niklaus trinkt noch seinen Tee. Horch! Der Sturm vor seinen Toren bringt einen Wunsch an seine Ohren. Klein Paulchen sitzt auf einem Treppchen und wünscht sich sehr ein Aufziehäffchen. Wenn's geht, noch einen Leierkasten. Musik nimmt ihm die schweren Lasten. Den Weihnachtsbaum, wie bei den meisten, können seine Eltern sich nicht leisten. Der Sturm schweigt still, legt sich zur Ruhe. Der Niklaus ruft den Zwergen zu. Beeilt euch, denn es ist schon spät. Packt rasch noch ein Geschenkpaket. Dann eilt er mit der Weihnachtsfracht im Flockenwirbel durch die Nacht. Hält an vor einem alten Haus. Kein Licht, kein duftend Gänseschmaus. Ho, ho, bist du das Paulchenkind? Jetzt bin ich da, das Fest beginnt. Ich bin St. Niklaus, Weihnachtsmann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Paulchens Augen werden groß, er nimmt das Äffchen auf den Schoß. Der Leierkasten steht im Raum, Paul dreht und spielt den Weihnachtstraum. Bis durch das Dorf, am Berg, die Hänge, hört man die Winterweihnachtsklänge. Wie Paulchen sich doch freuen kann. Danke, lieber Weihnachtsmann. Menschen, sonst geschäftig hasten, stehen vor dem Leierkasten, lauschen friedlich der Musik, schenken gern ein Münzenstück. Was kann man Schöneres sich wünschen? Sein Glück zu teilen mit vielen Menschen. Frohe Weihnacht, Paulchen auf dem Treppchen, mit deinem Leierkasten und dem Aufziehäffchen. Auch Ihnen ein glückliches Weihnachtsfest.